Es sieht aus, als würden wir hier im Wald stehen, ist aber gar nicht so. Wir sind auf dem Gelände eines Rittergutes und was es hier zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Mit Benjamin und Johannes. So Leute, jetzt fängt die Suche nach einem Eingang an. Aber das ist schon eine geile Architektur. Ja, also das Haus mit Türen absichern. Hm. Vielleicht sind dann keine Türen mehr im Haus drin, weil alle an den Fenstern sind. Ja, das wird vielleicht der Wasser. Da ist aber eine Tür, ne? Die ist offen. Tja. Aber das könnte ja... Naja, bequem ist anders. So, du hast so eine schöne Lampe, die meine Kamera zum Flackern bringt. Achso, ich kann ein bisschen weiter aufstehen. Geht das noch weiter? Das flackert trotzdem. Was haben wir hier? Ein Auffangraum. Hm. Ja, aber was wird damit aufgefangen? Ich schätze mal, wenn irgendwie Hydraulik wieder kaputt geht, wenn der Aufzug kaputt geht, das Hydraulik wieder oder so, dass das vorne läuft, weil da sind ja Löcher drin. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Was das für ein Auffangraum ist. Leute, ihr könnt ja mal hier nebenan schauen. Da haben wir noch einen größeren Auffangraum. Da unten ist noch ein bisschen Wasser. Und hier oben, wenn du mal nach oben leuchtest. Ich habe keine Ahnung, was das alles soll. Aber die Keller sind auf jeden Fall riesig hier. Da kann man sich nicht den Kopf stoßen. Ja, also hier ist einfach mal ein Stuhl und ein Loch. Ja, ich glaube, da muss man sich nicht unbedingt durchzwängen. So eine Art Kriechgang. Wenn man natürlich wissen will, wo der hinführt, könnte man nachgucken gehen, aber vielleicht ist das ein alternativer Zugang. Hier sind überhaupt ziemlich viele Löcher in den Wänden. Und wir sind nicht allein. Leeren Kühlschrank gefunden. Hier sollte man nicht einziehen, hier ist alles verschimmelt. Das riecht auch wunderbar. Ja. Schlüssel weiß man nicht. Für welche Türen, dass man die Fenster aufschließen kann. Ja. Ach, hier ist ja wieder dieses berühmte Muster, dessen Namen ich mir nicht merken kann, auf diesem Tisch. Das hat einen Namen? Ja, das hat letztens jemand in die Kommentare geschrieben. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Muster heißt. Das hat einen Namen. Lecker. Tja, man fragt sich, warum hier so einzelne Sachen, wie zum Beispiel Terpentinersatz, einfach mal rumliegen. Ich habe heute keinen Neubauschlüssel dabei, nur zur Info. Also die Tür müssen wir gegen Zufallen sichern. Meistens passt doch auch der Schlüssel auf. Ja. Und ja. Das hat man schon lange nicht mehr in den Videos, nicht? Ja. Gut, dass wir da jetzt jemanden haben, der das für uns wieder macht. Ja. Ich melde mich freiwillig. Heute fast alles durch. Penis, Schmuddelheft und Furztrink. Das ist mal eine Empfangshalle, oder? Wahnsinn. Ja, was ist denn mit dem Kamin passiert? Das ist das Einzige, was noch nicht abgerissen war. Ja, Gott sei Dank. Ja, die müssen ja drüben hoch kommen. Weil hier oben die Wurzeln scheinen. Das siehst du auch ganz selten. Ja.
Tür steht hier einfach mal so reingelehnt. Warum die alte Tapete entfernen, wenn man die neue oben drüber packen kann? Hier ist dann schon mal eine Skizze, wie das Ganze mal werden soll. Man muss ihn nur lesen. Was soll das sein? Zum Jacke aufhängen oder ist das ein Hammer? Nein, das ist von oben zu sehen. Das ist, also, soll das Treppenhaus sein? So. Nee. Hä? Ach so, Draufsicht. Das ist eine Raumzeit. Keine Ahnung. Ja, so eine Quasi-Bühne. Da steht Protestabbau. Tatsache. Also. Eine Anweisung an die Bauarbeiter. Hast du schon diesen schönen Fußboden hier beachtet? Mhm. Hier hat jemand seine Fliesen überpinselt. Ja, das war ja schon lose. Mhm. Aus der Zeit vor dem Taschenwelt, ne? Ja. Meistens kommen wir trotzdem. Was ist die Stufe? Würdest du das bitte zumauern hier? Bitte zumauern. Der braucht schon Tür. Hier geht's ja raus. Ganz ehrlich, ich finde es ziemlich dumm zu zimmern. Da muss man ja von unten hochklettern und hier. Oder man kann auch von hoch, von da drüben rüberhüpfen. Eigentlich ganz im Geheimen, aber. Schön versteckt oder verkleidet. Aber noch ein bisschen Schauraum. Oder für unartige Kinder. Früher. Ja, für Harry Potter zum Beispiel, stimmt. Der ist ja auch in so einem Treppending gewesen. Ich habe ja die Filme nicht so geguckt, aber meine Mutter hat sie geguckt und da habe ich das halt immer gesehen. Hier haben sie wirklich schon zugemauert. Ja. Und das da oben sieht auch nicht so gesund aus. Nee. Das kann einem auch mal auf den Kopf fallen. Diese alten Scheiben hier für Spielen ziehen. Wenn man nicht wusste, wie man es anders macht. Oder einfach verglasen. An die Scheiben schön, wenn man dran läuft. Weil sie damals nur mit hartem Fensterkit reingeklebt wurden und ja. Ach, da unten ist übrigens so ein Türgriff. Also falls man irgendwo eine Tür zugeht oder ein Fenster. Ja. Also Platz hat immer hier genug. Vor allem auch Höhe. Also das alles zu beheizen. Oh ja. Der Balken soll weg. Wahnsinn. Was sollte das sein? Ach so, ja, ich sag nur Vandalismus, Tourismus. Ja. Hm. Ah. Das ist, bei manchen Sachen muss man weiter weggehen, damit man es erst sieht. Ja. Von hier sieht man das gar nicht. Ich hier länger dauern, du stehst im Flur, ja. Wenn du in den Flur kacken willst, oder? Tja, siehst du irgendwo ein Datum? Nee, aber die Schrift ist altdeutsch, eine Fakturschrift. Hier ist der Stadt- und Landbote. Von 1900, 41. Jahrgang. Das Haus steht seit ungefähr 1898. Also Leute, genau genommen muss man mal die Kamera drehen. Nur den Laptop. Und dann seht ihr mal, wie die Werbung in der Zeitung 1900 aussah. Das ist ja schon historisch wertvoll. Ich meine, gut, man könnte auch in manche Bibliothek gehen, um alte Zeitungen zu finden, aber dass die einfach mal hier so an der Wand sind. Schön, oder ist es? Also sind verschiedene Tage, also müsste das. Was verschiedene? Du hast hier eine andere Zeitung. Ja, Freitag, den 4. Mai 1900, also ist die wirklich von da und nicht das Gründungsdatum. Das hast du ja auch schon mal in irgendeinem Video, dass du gedacht hast, hier. Zeitung aus den 20er Jahren, ja, war das nur das Gründungsdatum. Weil ist die da gegründet worden, genau. Genau, ja.
Ich habe schon immer gedacht, dass man über hier. Hier ist es nicht so. Das ist wirklich die Zeitung vom 4. Mai 1900. Ja, stimmt, dann ist ein Fahrrad. Hat sich die letzten 100 Jahre nichts geändert mit dem Fahrrad. Ja, genau. Was ist die Weiterentwicklung vom viereckigen Rad? Das dreieckige, das hubbelt einmal weniger pro Umdrehung. Hast du schon mal was Zweieckiges gesehen? Nee, nur halbrund. Nee, komisch, ne? Zweieckig geht irgendwie nicht. Das ging letztens, glaube ich, noch nicht auf. Auf jeden Fall hat das was, wenn man hier seinen Grill hinstellt. Darf man nur nicht die ganze Bude abfackeln. Ist ja alles Holz. So, hier wird es jetzt ein bisschen prekär, fußbodentechnisch. Weil hier kannst du durchgucken ins Foyer. Stell dir vor. Das ist kein Styropor, oder? Das ist ein Styropor. Echt? Also das sind so oder so Styrodur ist, das ist so ganz feines. Hier sieht man das ein bisschen besser, wenn du hochguckst. Oh. Ja, irgendwie scheinen wir hier einen kleinen Wasserschaden zu haben. Ja, irgendwie ist das hier alles mal angefangen und nicht zu Ende gemacht. Ja. Das sieht man ja ab und zu mal. Da unten steht so eine Hütte. Es ist wieder mal kein Buswartehäuschen. Hier ein weiteres Treppenhaus. Wie hoch das ist? Ja, Kraft, ne? Und machen wir den Storch. Der Storch. Aber richtig. Storch, der die Bäume hämmert. Man nennt ihn auch Specht. Oh. Bin ich dumm. Also richtig dicht ist das hier alles auch nicht. Das muss ja eigentlich auch nicht so dahinter lüftet sein. Zumindest war das ja früher so und da ist irgendwie so ein Muckending. Keine Ahnung. Ja, das Problem ist aber, hier sieht schon so aus, als wäre das ein Wasserschaden. Ja. Irgendwann sackt das alles hier runter. Das ist also nicht so, wie es sein müsste. Ja, zum Glück waren wir nochmal da. Jetzt nochmal ganz hoch hinauf. Ja. Obwohl da eigentlich nichts mehr ist. Nee, kann man machen, muss man nicht. Da ist wirklich nichts. Nee, ist auch ja. Wenn das Original ist. Kann sein, jetzt muss nicht sein, das ist doch 1951 reingeritzt. Weiß man jetzt nicht genau, was das soll. 99. Das ist ein komisches Kreuz drunter. Ja, es war ein Rittergut, haben wir ja gesagt. Hm. Das kann ja hier das Wappen von dem Rittergut andeuten. Oder das ja. Ja, stimmt, jetzt sieht man das erstmal richtig. Tempelritter oder sowas. Meinst du, der Dachstuhl ist schon so alt? Mit den Ziegeln und den verputzt? Naja, gut, ich denke mal auch genau, Ziegel. Das ist halt luftdurchlässig, ne? Ja. Wie man es jetzt sieht. Das war ja früher so. Gut, was das hier sein soll. Ja doch, ich mir die dicken Ziegel angucke. Aber das sind nicht die, die auf dem Dach sind. Aber die sehen eher aus wie DDR-Beton-Ziegel. Da steht nämlich auch irgendwas drauf. Oh, hier scheint auch die Sonne durch. Hier das mit diesem Blechzeug ist auf jeden Fall auch schon neuer. Aber ich sehe gerade, hier sind diese Ziegel, die hier liegen. Man kann aber lesen. Mal sehen, ob es die Kamera sieht. Ja, ich kann es nicht lesen. Ja, vielleicht ist das russisch. Das sieht aus wie Ludwig. Oder Ludowiki oder sowas. Ludowiki, würde ich sagen. Guck mal bei Wiki. Geht ja.
Und da ist ein Datumstempel, der aber auch unscharf ist. Oder ist es ein Datumstempel oder sind es Buchstaben? Das ist auch wieder dieses. Das sind auch wieder Buchstaben von diesem Betrieb. Könnte auch wieder so Ludowiki heißen. Wir könnten ja mal schauen, wie wir Internet haben. Also hier steht Ludowiki. Warte, was sehen? Straubing, das ist doch Bayern irgendwo. Was gibt's denn da noch zu sehen? Nichts. Das Problem ist, hier ist alles lose, Leute. Die ganzen Steine sind lose. Man muss sich echt überlegen, wo man sich nicht hält. Der hält. Nee. Der hält, ja. Einmal hält er. Lass mal gucken, ob hier draußen die Luft rein ist. Mhm. Ja, es riecht nach Frühlingsblumen. Alles gut. Ja. Bisschen gefährlich hier. Pass auf, das Ding ist auch lose. Ich habe mich nur so außen festgehalten, das geht noch. Hast du eigentlich mal diese Details gesehen, zum Beispiel wie kaputt dieser Balkon ist, aber auch wie schön das hier verziert ist. Mhm. Echt der Hammer. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann empfehlt den Kanal doch bitte weiter und schaut auch am Freitag um 15 Uhr wieder rein. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank an Benjamin und an Johannes. Ciao, ciao. Ach, scheiße, das haben wir jetzt gar nicht gesehen.